So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 2070. Wir sehen hier schon das erste den ersten Block des AKW-Werks Tschernobyl, der am Hochfahren ist, seinem Sorgen bereiten sollte. Und wir brauchen nochmal Stahl und Beton, ne? Ja, Stahl und Beton, so. Wollten wir jetzt nicht erstmal unser Projekt in Anschlag nehmen? Ja, warte, ich mach das nur eben die eine Insel hier noch fertig und dann können wir, ja, haben wir wieder mehr Energie. Ja, jetzt werde ich dann erstmal, also unser Großprojekt wird jetzt erstmal sein, sämtliche Handelsrouten nach Ruhrpott umzustrukturieren, sodass alle Schiffe von allen Inseln erstmal nach Ruhrpott fahren und von dort dann, warte mal kurz, ich muss mal eben was machen. Los. Sie wissen, was man von Ihnen erwartet. So, Entschuldigung, ich muss jetzt eben noch den Auftrag starten. Dass dann eben sämtliche Schiffe erst nach Ruhrpott fahren, ihre Waren dort abladen und dann zu den betreffenden Inseln weiterfahren, heißt nach Alester, Duplex und Kor. Das Hauptproblem wird jetzt allerdings dann erstmal sein, dass sämtliche Wohninseln eine Zeit lang vollkommen ohne die Rohstoffe auskommen werden müssen. Und das sieht mit Kor ganz übel aus, weil ich jetzt gerade wieder sehe, dass hier das funktionelle Essen und die Funktionsstrings sinken. Schon wieder. Okay, das ist schlecht. Ich muss da mal gucken. Naja, wenn es dann eben so ist, dann geht's jetzt eben ein bisschen schief. Dann muss ich gleich am besten noch ein Unterwasserplateau für Nahrung machen. Okay. Schieß das ab. Es kam nicht mal in die Nähe. Ach ja, deine Kolosse ist immer noch unsichtbar. Die Bismarck. Lol. Die ist sogar noch ganze 11 Minuten unsichtbar. Weißt du was? Ich fang dann jetzt mal an. Mit der ersten. Baustoffe. Brauchen wir die Baustoffhandelsroute überhaupt noch? Nee. Okay, dann mal einladen, rausnehmen. Es wird nur noch ausgeladen. Das lasse ich jetzt erstmal so laufen. Die Kor-Nutzstoffe von Soren nach Kor lasse ich laufen. Hier haben wir Gemüse. Das läuft von Bauernhof nach Alester. Wird das auf Alester wirklich verarbeitet? Ja. Zu Biokost. Du hast die Produktion tatsächlich noch auf Alester? Ja. Wow. Okay, dann wird die da gelassen. Weil da auch die Reisproduktion ist. Huch, what the f... Oh Gott. Bei mir sind jetzt gerade sämtliche Schaltflächen verschwunden. Tycoon-Konsumgüter. Die laufen direkt von Ruhrpott nach Duplex. Das lässt sich auch nicht ändern. Kommunikatoren von Duplex nach Alester. Das ist auch in Ordnung. Tycoon-Fertigwaren und Gewürz... Ja, bloß ist da kein oder? Doch, da. Ja, Tycoon. Fertigwaren gibt es keine. Achso, Fertiggerichte sind das. Das ist eine sehr interessante Handelsroute. Warum? Da sie völlig sinnfrei ist. Weil sie läuft über Ruhrpott, Duplex, Kor, Bauernhof und dann wieder zurück nach Ruhrpott. Ah ne, es hält, oder? Moment. Was habe ich denn da für einen Schmarrn zusammengebastelt? Ne, es läuft nicht nach Kor. Es läuft an Kor vorbei. Jetzt ganz ehrlich, was habe ich mir da für einen Schmarrn zusammengebastelt? Achtung. Produktionsstillstand. Ich glaube, wir müssen das jetzt einfach mal so machen. Wir machen eine Handelsroute, die von Bauernhof nach
Ding. Wo werden die fertig. Moment mal. Mal kurz gucken. In Ruhrpott werden Fertiggerichte eingeladen. Heißt, es wird auf Ruhrpott verarbeitet. Ja, das bedeutet, dass ein Handelsschiff vom Bauernhof nach Ruhrpott läuft und von Ruhrpott nach Duplex. Das bedeutet, wir müssen. Weißt du was? Ich baue jetzt erstmal ein paar Handelsschiffe. Das bedeutet, ich bin jetzt schon überfordert rein gedanklich gesehen schon. Ich baue mal eben Handelsschiffe. Drei ja. Stück. Die werde ich dann temporär dann auf die Handelsrouten setzen, bis ich sie komplett umstrukturiert habe. Das wird jetzt erstmal eine Sisyphos-Aufgabe. Hörst du Sisyphos? Ja, Sisyphos gesagt. Was? Und zum Transport von Robot aus könnte man ja eigentlich so große Containerschiffe nehmen, oder? Ich hatte jetzt eigentlich vor, Cargoliner zu bauen. Was brauchen wir denn für Cargoliner noch, ne? Es sind schon drei in Bau. Holz, Bauzellen und Geld. Geld! Okay, für die hätten wir Stahl gebraucht und wir haben im Moment so wie kein Stahl. Weil kein Stahl ist. Grundlagenforschung. Produktion. Ja. So. Das ist schon toll. Wir werden bald in Lizenzen schwimmen. So. Und weißt du warum? Warum? Weil jede Grundlagenforschung in der Akademie Lizenzen generiert. Die aktuellen Grundlagenforschungen generieren zwar nur 60 Lizenzen, also jeweils 60, aber es gibt auch welche, die 120 generieren. Oder noch mehr. So, da ist der erste Cargoliner. Die Anastasia 2. Was ist das denn für ein Name? Weißt du, wir haben vermutlich schon sämtliche normalen Schiffsnamen durch, jetzt muss da schon eine 2 angehängt werden. Ja, okay, das ist hoffentlich verständlich. Ah, guck mal! Ach Gott, da wird jetzt schon wieder angegriffen. Ich muss doch kurz nach Chor ein bisschen, Fahrzeug unter Beschuss. Was denn? Carbon. Für den Energietransmitter von Tschernobyl aus. Ja. Du hast doch mehr als genug Carbon auf Ruhrpott, oder? Ja, aber ich fahre jetzt auch nicht wieder nach Ruhrpott hoch. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Auf Tschernobyl. Ja, okay. Dann ist es tödlich, natürlich. Ich fahre jetzt in... Gott, lass mich doch die Handelsrouten machen! Ah! Es brennt! Furio! Toll! Zurück zu den Handelsrouten. Also... Das bedeutet jetzt... Mal... Wird von Duplex überhaupt was... Ja, bravo! Das bedeutet, ich mache jetzt erstmal eine neue Handelsroute. Die wird jetzt heißen, Registriere neues Fahrzeug. Erst mit nerdiger Nerdstuff. Geschmacksstoffe. So, wo ist hier so ein fucking, da ist diese fucking Wetterkontrollstation, die kommt jetzt weg. Bullshit brauche ich nicht. Einladen. Geschmacksverstärker heißen die Zeile, okay. Ist aber egal. Ausladen in Ruhrpott, ausladen in Ruhrpott. Schiff hinzufügen, meine Güte, da haben wir so viele Schiffe. Anastasia 2. Gut, diese Handelsroute wird jetzt umstrukturiert. Alles rauslöschen. Bang, bang, bang. Die verläuft jetzt einfach nur noch von da nach da. Auf Ruhrpott wird eingeladen, Fertiggerichte. Auf Duplex wird ausgeladen, Fertiggerichte. Ende. So. Da haben wir's. Vega, wo fährst du hin? Ich hab dich auf... Daniel? Ja? Unten, ganz unten rechts an der rechten Ecke von Chor fährt gerade noch ein Handelsschiff runter nach Bauernhof. Ja. Das ist die Vega. Die sollte jetzt eigentlich auf eine Handelsroute fahren, die zwischen Ruhrpott und Duplex verläuft. Kannst du mir vielleicht verraten, warum dieses scheiß Schiff weiter runter nach Bauernhof fährt?
Ah, Systemfehler. Datei wurde nicht vollkommen übertragen. Der Kapitän war sich nicht sicher. Restart, restart, restart. Voll gut. Incompetent, incompetent, incompetent. So. Jetzt. Yeah. Ah, die anderen beiden sind jetzt auch da. Atlanta 2 und Delfin. Dann wollen wir doch mal sehen. Du wirst jetzt nicht mehr so heißen, sondern fertig Gerichte. Warentransport auf Handelsroute. Bitte? Negativ. Welche? Baustoffe. Ich hab die doch. Baustoffe löschen. Meine Güte. Also, Kornnutzstoffe ist in Ordnung. Gemüse ist auch völlig in Ordnung. Tycoon-Konsumgüter. Die ist auch in Ordnung. Kommunikatoren ist auch in Ordnung. Fertiggerichte, Neuroimplantate. Öl. Von Kor nach Ruhrpott. Ist in Ordnung. Diese Handelsroute ist ineffizient. Das läuft dann, oder? Nein, das wird erst nach, nicht nach Alesta laufen, sondern nach Ruhrpott. Und dort werden diese Sachen ausgeladen. Boah, meine Nase ist so zu. Scheiß Schnupfen. Schnauf. So. Jetzt kann ich die Energie zuvor, nämlich von Ruhrpott nach Chor abschalten. Warte mal. Du hast trotzdem noch über 300 Energie. Dafür da ist die Atlanta 2. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg berichten? Was will denn der schon wieder? Oje. Diese Handelsroute ist eigentlich auch in Ordnung. Toll. Was denn? Hast du noch Beton hier? Ja, du hast noch Beton. Musst du mal gucken. Mir fehlen genau 5 Tonnen Beton für den letzten AKW-Block. Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet. Was? Was denn? Manager Russell droht wieder im Aufstand. Wenn Sie nicht folgende Forderungen erfüllen, errichten Sie folgendes Gebäude, Raketenbasis. Die musst du auf Duplex errichten. Toll, 36 Tonnen Stahl. Wo soll ich jetzt 36 Tonnen Stahl hernehmen? Kannst du nicht eine andere Raketenbasis abreißen? Da kriegst du doch 100% Rückerstattung. Ich habe keine mehr. Oh. Ich besitze sowas nicht mehr. Du musst diese Forderung erfüllen, ansonsten gibt es einen Protest und das bedeutet absolut scheiß Bilanz. Oh, ja, ich sehe gerade was. Dann haben wir Zeit dafür. Fast eine Stunde, okay. Oh verdammt, ich muss meine Flieger schnell zurückholen. Warum, wo sind die denn? Ganz unten rechts in der Ecke. Denen geht bald das Kerosin aus. Dann die Schiffe hole ich mal zurück zum Hafen. Habe ich schon gemacht. So, Handelsroute. Wo waren wir stehen geblieben? Hier. Nein, das läuft erstmal nicht nach Kor, das wird erstmal bei Ruhrpott zwischengelagert. Das sollte eigentlich also ziemlich alles gewesen sein, was ich noch brauche. Und dann ist Chernobyl voll dabei. Also zweimal 500 Energie, das sind schon 1000 Energie. Das heißt, ich werde auf dieser Insel 1500 Energie erzeugen. Mhm. Ja, solange wie Uran da ist, ne? Ja. Ja, über 3000 Tonnen, also lange. Ja, ist okay. Oder bis uns die Geschichte einholt. Schiff. Da, Delfin. Okay, ich brauche noch mehr Schiffe. So. Das war schon die erste Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.